Live-Schaltung zum Backofen. Wir haben noch eine Minute und die Kekse haben sich relativ gut gespreadet, wie man gleich sehen wird. Also sie dürfen sich ein bisschen mehr spreaden, aber das ist bei mir generell so ein Problem. Man kann dann auch, wenn man möchte oder das Bedürfnis hat, kann man auch hier nochmal mit der Spachtel arbeiten und entweder zwischendurch oder auch ganz am Schluss ist immer noch möglich, so ein bisschen zart die Kekse andrücken. Dann sehen sie halt ein bisschen mehr wie Burger Patties aus, auch nicht optimal, aber ist noch eine Variante, wenn man das Bedürfnis hat oder wenn irgendwie so praktisch gar nichts oder wenig passiert mit dem Spreaden. Und ja, wenn man sie dann draußen hat, dann kühlt die eigentlich relativ schnell ab, die Backbleche. Man kann die Kekse anfassen und dann lege ich sie immer noch ganz gerne auf so ein Gitter, dass von unten auch noch ein bisschen Luft dran kommt. Aber jetzt ist Action angesagt. Die Kekse kommen raus.